Herzlich willkommen zu Value Kompakt, der Sendung rund um die Mandate der Shareholder Value. Ich freue mich, Sie heute im Studio zu begrüßen. Ja, der Tiefpunkt der Aktienmärkte liegt nun genau ein Jahr zurück. Im März 2020 fiel der DAX auf fast 8000 Punkte. Und seitdem ist viel passiert. Werfen wir nun einen Blick auf unsere Fondsmandate und die Entwicklung seit vergangenem Jahr. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen hat seit dem Tiefpunkt am 19. März um 35,7% zugelegt, der Frankfurter Stiftungsfonds um 22,4% und der Value Focus Fonds hat sogar eine Performance von 87,5% seit letztem Jahr gemacht. Auch im Vergleich mit unseren direkten Wettbewerbern haben unsere Mandate eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Schauen Sie sich unsere Fonds und die Entwicklung gerne jederzeit auf unserer Homepage an. Ja, vor einem Jahr hatten wir global chaotische Verhältnisse und heute sind die Märkte nahezu euphorisch. Das liegt natürlich zum einen an der expansiven Notenbankpolitik, aber auch an der anstehenden Wiedereröffnung der Wirtschaft in vielen Ländern. Und deswegen ist unserer Meinung nach der Bullenmarkt noch nicht zu Ende. Genau deswegen haben wir auch die Schwächephase Ende Februar ausgenutzt und unsere Absicherung aufgelöst. Und wir sind aktuell mit einer Aktienquote von 92% investiert. Ja, dennoch ist dieser Optimismus natürlich zeitlich begrenzt, denn wenn die Notenbanken ihre expansive Geldpolitik zum Beispiel zurückfährt, dann könnte es problematisch werden. Aber dazu haben wir gleich im Ausblick unseren CIO Frank Fischer mit weiteren Details. Im Februar blieb der Fondspreis des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen nahezu unverändert. Neu ins Portfolio aufgenommen wurde die wunderbare Firma Unilever. Der Konsumgüterhersteller hat ein starkes und bekanntes Markenportfolio und baut dieses stetig durch Fusionen und Übernahmen aus. Auf Basis des günstigen Aktienkurses halten wir einen schönen zweistelligen Performancebeitrag pro Jahr in den nächsten 5 Jahren für möglich. Im Februar wurde auch die Position von Roche verdoppelt. Zum Pharma- und Gesundheitssektor mit den Aktien Roche und Novo Nordisk jetzt unser Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer. Ja, bei der aktuellen Fokussierung auf neue Firmen aus dem Sektor geraten die klassischen Pharmawerte aus dem Fokus. Und das liegt sicherlich auch an den vielen Medienberichten, die wir immer wieder sehen. Doch klassische Pharmawerte, die bieten mit ihren schon lange erprobten Wirkstoffen stabile und vor allem auch planbare Renditen. Und genau das suchen wir bei der Auswahl von Qualitätsaktien für den langfristigen Vermögensaufbau. Hinzu kommt dann auch noch der Patentschutz für bestimmte Präparate, wodurch sich ein zeitlich begrenzter Burggraben zur Konkurrenz ergibt. Gerade jetzt sind viele Werte aus dem Sektor besonders spannend, denn auch die Bewertungen sind im historischen Maßstab niedrig und bieten so ein attraktives Einstiegsniveau für uns als langfristige Investoren. Mit einem Börsenwert von umgerechnet 235 Milliarden Euro gehört Roche zu den größten Pharmawerten der Welt. Das bietet planbare Erträge durch ein relativ breites Produktsortiment mit Patenten für viele Jahre und einem Schwerpunkt in der Krebstherapie. Der Umsatz ist in den vergangenen 5 Jahren durchschnittlich um 4% gewachsen. Der Gewinn stieg sogar pro Jahr um annähernd 10%. Aufgrund der Firmengröße kann Roche jährlich mehrere Milliarden Schweizer Franken in Forschung und Entwicklung investieren. Das stützt das weitere Wachstumspotenzial. Aktuell wird die Aktie jedoch mit einem Abschlag von rund 15% zum von uns kalkulierten fairen Wert gehandelt. Genau solche Abschläge sind attraktiv für einen neuen Einstieg bei einer Aktie, vor allem bei den weiterhin stabilen Aussichten im Pharmasektor. Bei vielen Pharmafirmen geht der Blick immer Richtung Zukunft. Doch der dänische Insulinspezialist Novo Nordisk bringt 100 Jahre Diabeteserfahrung mit. Die Herausforderungen rund um Diabeteserkrankungen werden in Zukunft weiter zunehmen. Laut aktueller Schätzungen wächst beispielsweise dieser Markt jährlich zwischen 7% und 9%. Der Novo Nordisk-Anteil am globalen Insulinmarkt, der schwankt in einem engen Korridor zwischen 45% und 50%. Damit kann Novo Nordisk in diesem lukrativen Sektor auf Jahre hinaus ein stabiles Wachstum generieren. Hinzu kommt der laufende Patentschutz bis 2030 für wichtige Produkte.
Zusätzlich laufen aber Forschungen für neue Novo-Präparate. Die könnten dann bei Fettleibigkeit eingesetzt werden und eine Gewichtsreduktion von bis zu 25% ermöglichen. Danke, Heiko. Und nun der Ausblick mit unserem CIO Frank Fischer. So, jetzt kommen wir zum Ausblick. Aber bevor ich dort einsteige, nochmal einen kleinen Rückblick. Denn wir haben unsere Absicherung aufgelöst und der Grund dafür liegt darin, dass erkennbar wird, dass egal welche Varianten auf uns als Menschen einwirken, wir haben Mittel und Wege gefunden, dass schlimmere Verläufe uns nicht mehr bevorstehen werden. Und das liegt daran, dass wir alle demnächst medizinisch versorgt werden. In den USA klappt das schon besser, in Israel am besten. Aber auch ich selber stehe kurz davor, einen Termin zu bekommen. Und man merkt, es tut sich etwas. Und dementsprechend braucht man nicht mehr die Ängste haben. Die Notenbanken geben, und da komme ich zum Ausblick, weiterhin Vollgas. Der Chef der Fed hat gesagt, dass sie noch lange nicht Zinsen erhöhen werden. Die Liquidität wird uns weiter begleiten. Und ja, es führt zu etwas erhöhten Zinsen, aber die werden uns nicht wirklich langfristig wehtun, solange sie nicht deutlich höher steigen. Dass wir jetzt bei über 1,6% auf 10-jährigen Anleihen in den USA waren, hat eben zu dem Impuls nach unten geführt. Deswegen haben wir in diesen Impuls hinein unsere Absicherung aufgelöst und wir gehen davon aus, dass wir noch wenige Wochen erhöhte Schwankungspotenzial im März haben werden, um dann spätestens Richtung Ende März, Anfang April in den Party-Modus überzugehen. Und dort kann es tatsächlich auch zu Exzessen kommen. Wenn weiter so viel Geld gedruckt wird und so viel Fiskalimpulse gegeben werden, können die Aktienkurse dann auch sehr deutlich überschießen. Für diejenigen, die investiert sind, ist das erstmal ein Grund zur Freude. Was wir aber machen ist, jetzt nicht auf den fahrenden Zug versuchen aufzuspringen, um den letzten zyklischen Zucker nach oben mit irgendeiner aggressiven Aktie zu machen, sondern wir gehen defensiv vor. Wir suchen uns die Titel, die jetzt keiner haben will und die uns für die nächsten 5 Jahre wunderbare Aktien gibt es jetzt zu Ausverkaufspreisen und die versprechen über die nächsten 5 Jahre schöne Entwicklungen, wie zum Beispiel eine Roche oder eine Unilever, die wir schön in den Fonds hochgewichtet haben und wo wir weitere Kursrückgänge, weil eben jeder sagt, ich brauche jetzt zyklisches Value, ich muss eben rein in die Rohstoffe oder in die Industrieunternehmen. Wir wissen nicht, wie lange der Zyklus anhält. Wir wissen nur, bei den konservativen, wunderbaren Firmen kriegen wir jetzt schon zweistellige Renditen, also sogenannten Total Shareholder Return, der sich aus den Kursgewinnen, aus den Aktienrückkäufen, Dividenden, die uns zufließen, zusammensetzt. Und wir rechnen bei Unilever und Roche mit satten zweistelligen Renditen pro Jahr. Bei Roche könnte sich die Aktie sogar verdoppeln innerhalb der nächsten 5 Jahre. Das reicht uns. Und dementsprechend sind wir dort konservativ unterwegs, wo die anderen jetzt gierig werden. Und ich denke, das wird Ihnen dann auch gefallen und die Erträge bringen, die wir auch in der Vergangenheit für Sie erreicht haben. Ich freue mich, wenn Sie uns dabei begleiten. Danke, Frank. Ja, und das war es auch schon wieder mit unserer März-Ausgabe zu Value Compact. Gerne dürfen Sie uns Anregungen oder Kommentare unter dem Video hinterlassen. Vielen Dank fürs Einschalten, genießen Sie die Sonnenstrahlen, passen Sie auf sich auf und wir sehen uns demnächst. Bis dahin, alles Gute.